Dann Vater hat gesagt, mit denen heiraten. Stiefmutter hat gesagt, mit denen heiraten. Ich will nichts heiraten. Wir haben Angst gehabt, wie Bruder, dass ich auch einen deutschen Mann finde. Aber schade, damals konnte ich nicht finden. Keine deutsche Sprache gewesen. Und dann, 76 bin ich Urlaub geflogen. Endlich mal jemand gefunden, hat mich Druck gemacht, dass ich mit denen Verlobung mache. Ich will nicht, aber doch habe ich gemacht, wegen meiner Vater und Mutter Wünschen. 76 Anfang, 76 Juni geheiratet. Ich bin spontan Urlaub gegangen, spontan Hochzeit gemacht, ganz kurz, 2, 3 Tage, dann geheiratet. Auch wieder Familienwünschen war, nicht meine Wünsche. Ich bin gekommen, danach Mann hier geholt. Habe ich natürlich erste Kind 77 bekommen, jetzt 40 geworden. War ich Anfang nicht so glücklich. Er hat hier gekommen, er hat gleich gesagt, Mai, ich kann hier nicht bleiben. Ich habe gedacht, schade, dass ich geheiratet, was soll man machen? Habe ich Mühe gegeben, natürlich Kind bekommen. Der hat nicht Mühe gegeben, dass er Deutsch lernen, Deutschland anpassen oder arbeiten, 2, 3 Jahre als Familie Tourist geblieben. Später haben wir Kind aufgepasst. Dann später habe ich zu meinem Chef gebeten, ich habe einen Mann gebracht, der kann kein gut Deutsch, kein Englisch, gar nichts, nur Türkisch. Hat gesagt, ja, er kann auch prüfen werden, also getestet werden. Einstellbüro haben wir beantragt, er hat bestanden, habe ich ihn auch Siemens eingestellt und dann dort gearbeitet. Natürlich, für Kind war gut, haben wir Wechselschicht gemacht, bis die nächste Kind bekommen. 77 erste Kind, 83 zweite Kind bekommen. Dann bis dahin Wechselschicht gemacht. Auch mit zweite Kind. Damals war nicht lange Mutterschutz, 6 Monate nur. Dann haben wir auch zweite Kind Wechselschicht gearbeitet bis 15 Jahre. Also, wo ich Wohnheim war, wenn ich geheiratet, ein Zimmer gemietet, privat dort gewohnt. Später, nach 7 Jahren, zweite Kind gekommen, bekommen. Bis dahin, ich war in einem Zimmer mit einem Kind. Später Wohnheim von Siemens, günstiger Wohnheim gegeben. Das ist, soll ich Adresse sagen, oder am Giesinger Bahnhof, Siemens Ballanstraße Wohnheim gewesen. Dort sind wir gewohnt. Mann habe ich bekommen, 84 bis 96. 96, mein Mann wollte immer gehen, endlich mal. 96 hat mich mit 2 Kindern verlassen. Nach Deutschland, nach Türkei zurückgegangen. Dann, danach war teuer das Wohnung. Dann bin ich hier eingezogen mit 2 Kindern. Kleine war 12 Jahre alt, ältere Sohn war 18 Jahre alt. Der ist weggegangen. Nicht viel mitgemacht, nur Kinder aufgepasst, aber ich war nicht so glücklich. Nur so leben müssen wegen Kinder und so. Wie er mich verlassen hatte, habe ich gewartet. Dann bin ich hergekommen, in dieser Wohnung billig. Älterer Sohn hat Ausbildung gemacht, bisschen verdient. Junger Sohn war ganz junge. Habe ich viel mitgemacht mit 2 Kindern alleine. 76 geheiratet, 96, er will zurückgehen, hat mir Druck gemacht, dass wir zurückgehen. Ich bin gegangen, 6 Monate oder 5 Monate. Mit Kindern konnte ich nicht da bleiben. Mein älterer Sohn hat gesagt, Mama, was ich hier studiere, ich bleibe nicht da. Lass mich nicht vom Deutschland weg. Er durfte nicht unter 16 nach Deutschland kommen. Durfte nicht nach 16 kommen. Deswegen, wir sind früher gekommen. Das heißt, wann war Moment jetzt? 89, wo gekündigt, gegangen, 91 zurückgekommen. Nur 2 Jahre probieren, hin und zurück. Geht nicht, dann bin ich zurückgekommen. Dann, Mann hat mir gesagt, ich gehe jetzt, du bleibst da. Deswegen, wir sind scheiden lassen.
keine anderen Gründe gewesen. Der ist auch nicht angepasst hier wie ich. Ja. Beide Söhne hat gut studiert, der ältere Sohn, jetzt Computerfachmann. Er hat studiert, er hat Familie, gute Karriere, gute Wohnung, ganz gute Arbeit beim Rewe. Zentrale arbeitet als IMT oder sowas, hat gesagt, weiß ich nicht genau. Gute Beruf hat, gute Karriere, gute Frau. Sie ist auch als Sekretärin arbeitet. Er hat zwei Söhne, 7 Jahre alt, Junge. Nein, zwei Söhne. Eine Sohn, ein Mädchen. 3 Jahre Mädchen, die leben in Neufahren, ganz gut. Wir haben guten Kontakt. Meine Werte sind, dass meine zwei Söhne gute Karriere hat. Ich habe nicht viel Geld gespart, nichts. Nur mit Mann gekämpft, mit Leben und mit Krank gekämpft. Junge Sohn hat auch verschiedene Berufe gelernt, aber zum Schluss Fachoberschule gegangen, vor 7 Jahren, also 2010. Auch Computerelektriker gemacht und mit Vater Deutsch, Mutter Türkisch, mit einer Frau geheiratet, ganz gut, glücklich, habt ihr auch gute Wohnung, gute Karriere, gute Leben. Und ein Mädchen habt ihr, 14 Monate alt.